Sportlich läuft es am FC St. Gallen gut. Mit nur einem Punkt Rückstand auf den Europa-League-Plätzen geht er Ende August in die Länderspielpause. Neben dem Platz kommen die Espen aber nicht zur Ruhe. Heute wirft der Verwaltungsrat Michael Hüppi den Bettel an. Er verlässt den FC St. Gallen per sofort, unter anderem, weil er mit dem Abgang vom Event-AG-Geschäftsführer Pascal Kesseli nicht einverstanden ist. Der hat erst gestern seinen Rücktritt bekannt gegeben. Es berichtet Luana Wüstiner. Im Gebälk vom FC St. Gallen rumoren es gewaltig. Erst gestern gibt Pascal Kesseli, der Geschäftsführer der Event AG, seinen Rücktritt bekannt. Und heute zieht der Verwaltungsrat und ehemaliger Präsident Michael Hüppi nach und verlässt Espen per sofort. In einem öffentlichen Statement macht er seinen Unmut über den Abgang von Pascal Kesseli Luft. Aufgrund der aktuellen Entscheide in der Führung des FC St. Gallen sehe ich mich veranlasst, per sofort als Verwaltungsrat zurückzutreten. Ich kann weder hinter dem Entscheid der Auflösung des Arbeitsverhältnisses mit Pascal Kesseli noch hinter der Art und Weise der Umsetzung des durch den Verwaltungsrat im Juli 2017 beschlossenen Organigramms stehen. Der Rücktritt vom Verwaltungsrat Michael Hüppi ist der letzte von einer ganzen Serie. Nach dem Präsidentenwechsel vom Dölf Frühe zum Stefan Hernandez und der Umstrukturierung im Management im Club wirft als Erster der Sportchef Christian Stübis Hand durch. Als Nächstes langt zum Geschäftsführer der St. Gallen Event AG an Pascal Kesseli. Und jetzt kommt die Welle der Abgänge im Verwaltungsrat an. Der neue Präsident, der Stefan Hernandez, macht sich wegen dem aber keine Sorgen. Dass es im Zug von Führungswechsel innerhalb von einem Unternehmen zu Mutationen und personellen Veränderungen kommt, das ist in der Wirtschaft ganz normal und in der Sportwelt auch. Also wichtig ist es aber, dass man über ein Team verfügt, ein Team, das zusammengeht und das am gleichen Strich zieht und in die gleiche Richtung zieht. Mit dem Abgang von Michael Hüppi hat der FCSG mittlerweile schon 3 offene Stellen im Management. Einerseits braucht es einen neuen Sportchef, einen Geschäftsführer für die St. Gallen Event AG und seit heute auch noch einen neuen Verwaltungsrat. Es geht Schlag auf Schlag. Unterdessen gibt es beim FC St. Gallen noch eine weitere Vakanz. Wenige Minuten vor Redaktionsschluss meldet der Blick, dass auch der Stadionmanager Marco Sessa kündigt. Das sei aber kein Schnellschuss gewesen, wird der Marco Sessa vom Blick zitiert.